Ja, servus Leute. Herzlich willkommen zu den Breaking Electro News, der einzig wirklich seriösen Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube. Und heute mit folgenden Themen: Was das für iWays? VW innovativster Autohersteller der Welt? Fragezeichen. Kia EV9 bestellbar. Mitsubishi zieht sich zurück. The Community Corner und der Schnitzer der Woche. Die Nachrichten. Die erste Meldung der heutigen Ben-Ausgabe ist leider ein bisschen unangenehm. Darauf hat mich der Christoph hingewiesen. MSN.com titelt: Autobauer verliert alle deutschen Händler, er macht unverschämten Vorschlag. Zur Vorgeschichte: Bereits Mitte Juni ist in der iWays Facebook-Gruppe darüber spekuliert worden, dass iWays wohl den Vertrag mit Euronics gekündigt hat oder umgekehrt. Nichts Genaues weiß ich nicht. Darauf hatte mich auch ein Zuschauer hingewiesen. Vielen Dank nochmal für die Info. Und das Ganze hat sich natürlich bestätigt. Und jetzt steht iWays ohne einen Handelsvertreter, ohne einen Handelspartner in Deutschland da. ATU macht wohl weiterhin noch den Service, aber ich kann nur dringend aus meiner Sicht davon abraten, sich aktuell einen iWays O5 zu bestellen. Es kann nämlich sein, dass der Hersteller sich vielleicht ganz aus Deutschland zurückziehen muss. Vielleicht überlebt er auch nicht, weil angeblich befindet sich iWays in finanziellen Schwierigkeiten. Und das ist jetzt sicherlich nicht die Situation, um das Risiko einzugehen, von diesem Unternehmen ein Elektroauto zu kaufen. MSN.com führt auf jeden Fall weiter aus. Seit Ende Juni verkauft Euronics bis auf weiteres keine E-Autos mehr von iWays. Aktuell werden nur noch bereits getätigte Bestellungen abgearbeitet und es können keine neuen Vorbestellungen mehr getätigt werden. Euronics war der einzige Vertriebspartner in Deutschland von iWays. Der besitzt hierzulande keine eigenen Autohäuser. Wie schon erwähnt, Reparaturen, Service wird weiter von ATU abgewickelt. Da ein iWays O5 auch in erheblichem Maße von Software abhängig ist und auch die App läuft ja über einen Server, ja, muss man mal abwarten, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass iWays noch die Kurve kriegt und auch wieder einen Handelspartner in Deutschland findet, einen Vertriebsweg. Und vor allen Dingen, dass sie die Bestandskunden weiter mit Updates und auch mit einer funktionierenden oder halbwegs funktionierenden App versorgen. Von Seiten iWays heißt es laut MSN.com, der stationäre Deutschlandvertrieb von iWays wird gerade neu verhandelt. Daher können Sie aktuell ausschließlich über unsere Webseite iWays Fahrzeuge bestellen. Wie gesagt, ich rate dringend davon ab. Meine persönliche Meinung, muss natürlich jeder selber wissen, die Auslieferung der bestellten Fahrzeuge wird über die bis dann feststehenden Partner erfolgen. Da muss ich natürlich erstmal einen Partner finden. Wer sich für ein Auto von iWays interessiert, soll am besten einfach eines auf gut Glück bestellen, schreibt dann MSN.com noch. Der Autor ist also auch eher kritisch und die Daumen drücken, dass bis dahin wieder ein Vertriebspartner feststeht. Bitte schreibt auch nochmal eure Ansicht in die Kommentare. Würdet ihr jetzt momentan einen iWays O5 bestellen, wenn euch das Auto interessieren würde? Oder mahnt ihr auch eher zur Vorsicht? Ich, wie gesagt, würde es absolut ausschließen, in der aktuellen Situation einen iWays zu bestellen. Erst muss ein neuer Vertriebspartner her und dann kann man das wieder in Erwägung ziehen. Es gibt endlich mal wieder positive Nachrichten zum Volkswagen-Konzern, auch wenn ich ganz ehrlich zugeben muss, die Nachricht hat mich ein ganz klein bisschen überrascht, aber elektroauto-news.net, Link auch wieder unten in der Videobeschreibung, titelt: Volkswagen wieder weltweit innovativster Automobilkonzern. Wenn man dann bedenkt, von welchen Problemen die VW-Führungskräfte im Moment berichten, erstaunt das schon ein bisschen. Auf jeden Fall führt elektroauto-news.net weiter aus: Wie gut die Automobilindustrie die anstehende Transformation bewältigen wird, hängt maßgeblich von ihrer Innovationsfähigkeit ab. Und ich dachte echt, der Herr Dies wäre an VW und den inneren Widerständen gescheitert. Doch wie innovativ sind die globalen Automobilhersteller und Zulieferer? Das ermittelt das Center of Automotive Management seit 2005 im Rahmen der Automotive Innovations Studie. Dafür nimmt das CAM herausragende Innovationsleistungen von Herstellern und Zulieferern weltweit genau unter die Lupe. Die Datenbasis stellen wohl mehr als 1000 Innovationen dar. Und man arbeitet mit PricewaterhouseCoopers Deutschland zusammen. Das Ganze wird bereits zum 12. Mal ausgetragen. Ich bin ein bisschen skeptisch, was solche Preise angeht. Auch das goldene Lenkrad. Ich glaube, die Autobild, die vergibt das, soweit ich weiß. Es kommt halt immer darauf an, wer sucht die entsprechenden Preisträger aus, wie ist derjenige finanziert. Also mit Vorsicht genießen. Im aktuellen Ranking gewinnt die VW AG den Titel als innovationsstärkster Automobilkonzern und wird auch noch als Marke in zwei weiteren Kategorien ausgezeichnet. Mit einem Indexwert von 153 belegt VW Rang 1 und verweist den Vorjahressieger Mercedes-Benz Group mit 142 Punkten auf Rang 2. Auf dem dritten Platz folgt mit Geely erstmals ein chinesischer Konzern. Dazu gehört ja unter anderem Polestar. Die Basis zum Smart Hashtag One ist, soweit ich weiß, von Geely. Dann der Seekor ist von Geely. Also das halte ich durchaus für gerechtfertigt. Die chinesischen Hersteller sind auf dem aufsteigenden Ast. Ob ich aber die ersten zwei Plätze so vergeben würde, rein subjektiv, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ihr werdet mir eure Meinung auch nochmal mitteilen. Mit SAIC schafft es ein weiteres Unternehmen aus China unter die High Performer. Auf Rang 5 folgt Ford.
Verstehe ich auch nicht ganz gut. Der F-150 ist ein tolles Auto, muss man ganz klar sagen. Tolles Konzept, sehr erfolgreich. Da haben sie jetzt aber auch die Preise um 10.000 US-Dollar in den USA senken müssen. Und das im Zuge einer Aussage von Herrn Musk, dass der F-150 ein tolles Auto sei, nur ein bisschen zu teuer. Also ich könnte mir vorstellen, dass Ford ein bisschen Angst vorm Cybertruck hat. Auf jeden Fall wird hier dann der Felix Kunert, Automotivleader bei PwC, zitiert. VW konnte sich den Spitzenplatz zurückerobern, weil der Konzern viele Weltneuheiten in fast allen Technologiebereichen entwickelt hat, die überdurchschnittlich oft bereits in Serie verfügbar sind. Tja. Die Aufholjagd der chinesischen Player in Sachen Innovationsstärke erhöht den Druck auf die bisherigen Spitzenreiter. Ich bin ein bisschen erstaunt. Vielleicht wird den einen oder anderen auch Folgendes verwundern. Im Bereich der Elektroantriebe landet VW auf Platz 1. Die Wolfsburger punkten vor allem mit verbesserten Ladeleistungen für ein schnelleres Aufladen. Gewinner bei Interface und Connectivity unter den Volumenmarken ist ebenfalls Volkswagen. Eine interessante Innovation aus dem Subfeld Cyber Security von VW sind speziell gesicherte Chips gegen Tachomanipulation. Im Interface-Bereich erweitert VW die Funktionalitäten des Augmented Reality Displays. VW scheint aber doch einige Softwareprobleme zu haben. Wirkt sich das denn da nicht auch drauf aus? Und dass die Ladeleistung jetzt von dem Volkswagen-Konzern von den Elektroautos besonders hoch ist? Kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ich mag den ID.5 zum Beispiel sehr, ist ein richtig tolles Auto, fährt sich richtig schön. ID.4 fährt sich richtig toll. ID.3 fährt sich auch toll, da kritisiere ich aber den Innenraum. Werden wir mal sehen, wie das Facelift so ist. Aber VW da auf Platz 1 zu setzen, also ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall wurden rund 90 Automarken analysiert. Dabei wurden insgesamt 788 einzelne Herstellerinnovationen in den 4 Award-Kategorien elektrifizierte Antriebssicherheitssysteme, Interface und Connectivity sowie Connected Services bewertet. Unter diesen befinden sich 237 Weltneuheiten. In die Evaluation flossen Kriterien wie Reifegrad, Originalität, Kundennutzen und Innovationsgrad ein. Wir kommen dann jetzt aber auch nochmal zum Premium-Segment. Im Kreis der Premium-Marken liegt Mercedes-Benz erneut mit einigem Abstand an der Spitze. Die Stuttgarter Marke belegt durchgehend seit 2018 den ersten Rang in dieser Kategorie. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die Autopilot-Funktionen damit einfließen. Das wäre vielleicht eine Begründung. Auf Platz 2 folgt BMW und auf dem dritten Platz erst Tesla. Das verwundert mich ein bisschen, denn Tesla hat ja die Autoproduktion revolutioniert. Und dass irgendwelche anderen Innovationen da weiter vorne und höher gewichtet werden. Aber ich kenne halt nicht die genaue Systematik hinter der Preisvergabe. Das wird schon sicherlich alles Hand und Fuß haben. Ungeachtet aller Skepsis freue ich mich natürlich für Volkswagen jetzt in Zeiten, wo es ja eher schlechte Nachrichten gibt, mit Absatzproblemen, gerade auch bei den Elektroautos. Man verkauft zwar jetzt noch in hohen Stückzahlen, aber die Auftragsbücher leeren sich wohl. Also, da freut es mich, dass es auch mal wieder positive Nachrichten gibt. Deshalb da mal einen Daumen hoch für den ersten Platz von Volkswagen. Wie gesagt, so ein bisschen schwer nachvollziehbar ist diese Preisvergabe für mich schon. Deshalb schreibt ihr bitte auch nochmal unter das Video, wie ihr das Ganze einschätzt. Bei der nächsten Meldung von elektroautonews.net brauche ich keine Hilfe zur Einschätzung. Es geht um den Kia EV9, der ist nämlich jetzt bestellbar. Und ich finde die Preisgestaltung schon recht mutig. Klar, es ist ein großes SUV, es soll auch ein Luxus-SUV sein. Dennoch finde ich die Preisgestaltung durchaus ambitioniert. Elektroautonews.net titelt auf jeden Fall Kia EV9 ab 83.190 Euro in der GT Launch Edition. Kia hat bekannt gegeben, dass der Kia EV9 fortan bestellt werden kann. Mit dem EV9 bringt der Hersteller sein bisher größtes in Europa angebotenes Modell auf den Markt. Mit einer Länge von 5,1 Meter, also auch länger als ein e-tron, das müsste so ungefähr BMW iX-Dimension sein, einer Höhe von 1,78 Meter und einer Breite von 1,98 Meter, ohne Spiegel sicherlich, ist der EV9 ein beeindruckender Neuzugang in der Welt der Elektro-SUVs. Wir bräuchten halt mal bezahlbare, kleinere Autos. Und da hätte ich ehrlich gesagt gedacht, dass Kia einer der Kandidaten ist, die so ein Fahrzeug auf den deutschen Markt bringen. Aber die orientieren sich auch eher Richtung Luxus-SUVs. Der EV9 GT-Line ist serienmäßig Allrad angetrieben und leistet 385 PS. Er sprintet in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 und verfügt über einen 100 Kilowattstunden Akku, der eine Reichweite von bis zu 497 Kilometern ermöglicht nach WLTP. Muss man ganz klar sagen, das wird sicherlich kein Sparfuchs, aber es ist halt auch ein riesiges Auto. Aber lieber so ein riesiges Auto als Elektroauto, denn als, ja, 12-Zylinder Benziner. Unter Idealbedingungen lässt sich der Akku in rund 24 Minuten von 10 auf 80% laden. Der verfügt also auch wieder über die 800-Volt-Technologie vom Hyundai-Konzern, dazu gehört ja Kia.
Und das finde ich schon ein bisschen innovativer als die Ladeleistungen von VW. Und vor allen Dingen ist es im Markt bereits erhältlich. Also da nochmal eine kleine Spitze an diesen Preis da. Die Einführung der Basisversion des EV9, die auch mit Heckantrieb erhältlich sein wird, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich dann so 10.000 Euro günstiger. Das, was ich besonders hervorhebenswert finde, dazu gehören eine zweijährige neue Fahrzeug-Premium-Mobilitätsgarantie, die unter anderem Premium-Ersatzwagenkonditionen sowie erhöhte Tagessätze für Hotelübernachtungen beinhaltet und verlängert werden kann, sowie ein kostenloser erster Wartungsservice nach 24 Monaten bzw. 30.000 Kilometern. Das ist doch mal was. Da freuen sich die Kunden, die ein bisschen Wert auf Luxus und auf Service legen. EV9-Kunden steht außerdem generell eine spezielle Personal Assistant Hotline zur Verfügung und wer den Stromer bis zum 31. Dezember dieses Jahres bestellt, erhält darüber hinaus verschiedene Vergünstigungen beim Ladeservice Kia Charge in den auch Europas führendes Tesla, EnBW, gut, vielleicht täusche ich mich, Schnellladenetzwerk Ionity einbezogen ist. Wie schon erwähnt, das Fahrzeug verfügt auch über die 800 Volt Schnellladetechnik, Vehicle to Load wird mit enthalten sein, also die Features, die man schon vom Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, vom Kia EV6 erkennen, also da ist Kia auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit. Und es ist ein futuristisches Fahrzeug für die Großfamilie, da gibt es richtig Platz in dem Auto, für mich wäre es nichts. Wobei er ja nur, in Anführungszeichen, so 25 cm länger ist als mein BMW i4. Aber es wirkt halt doch nochmal deutlich wuchtiger. Und das Platzangebot ist natürlich um ein Vielfaches besser als jetzt in so einer Limousine. Also eine weitere Alternative zum BMW iX, Audi e-tron. Wer ein großes Elektro-SUV sucht, der hat wirklich eine Riesenauswahl. Nur bei Kleinwagen. Da ist es immer noch eng. Und so ein e-Up für 30.000 Euro, ja, das ist in meinen Augen noch mutiger eingepreist als das, was Kia mit dem EV9 macht. Da kriegt man wenigstens ein großes, innovatives Fahrzeug fürs Geld. Ja, und was passieren kann, wenn man keine innovativen Fahrzeuge baut, wenn man keine innovativen Elektroautos anbieten kann, das sehen wir jetzt am Beispiel Mitsubishi. Auf die Nachricht von electric.co hat mich der Michael hingewiesen. Dort titelt man, Japans Zurückhaltung gegenüber Elektrofahrzeugen fordert erstes Opfer. Mitsubishi stellt Geschäft in China ein. Mitsubishi Motors gab demnach in dieser Woche bekannt, dass das Unternehmen den Betrieb in China einstellt, da das Unternehmen nicht mithalten kann, während Elektrofahrzeuge weiterhin den Markt erobern. Wir erinnern uns, Experten wie der Herr Tichy haben behauptet, dass sich China von der Elektromobilität abwendet. Und hier ist scheinbar ein Hersteller, der den Herrn Tichy als Berater hat. Kleine Späßle. Und das ist dann die Folge, man verkauft keine Autos mehr. China ist weiterhin führend in der Branche beim Übergang zu Elektrofahrzeugen, schreibt electric.co. Informationen der China Association of Automobile Manufacturers, CAAM, zeigen, dass die Verkäufe von batterieelektrischen Personenkraftwagen in den ersten 5 Monaten des Jahres über 2 Millionen erreichten, was einen Anstieg von 51,5% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Unterdessen verzeichneten Verbrenner im gleichen Zeitraum einen Rückgang um 7%. Viele Analysten glauben, dass die Dynamik anhalten wird. Ich bin ja kein Analyst und Experte, aber ich gehe davon aus, die Dynamik wird eher noch zunehmen. Ein Analyst der Bank of America Securities geht davon aus, dass der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge in diesem Jahr um weitere 27% wächst und 32% des gesamten Autoabsatzes ausmacht. Der Herr Appel, Journalist von der FAZ, geht ja davon aus, dass in Deutschland der Anteil der Elektromobilität bei 15% Marktanteil stagnieren wird. Kann mir nur an den Kopf packen. Gegenüber 26% im letzten Jahr. Einige gehen davon aus, dass die Zahl in den nächsten 2 Jahren auf 50% ansteigen kann. Ich gehe davon aus, sie wird auf 50% ansteigen. Der Wandel erfolgt, nachdem die chinesische Regierung den Übergang mit Steuererleichterungen für Käufer von Elektrofahrzeugen, Subventionen und anderen Maßnahmen unterstützt hat, die das Wachstum inländischer Hersteller von Elektrofahrzeugen ankurbelten. Die haben aber diese Fördermaßnahmen schon zurückgefahren. Vielleicht noch wichtiger ist, dass China den Kauf von Benzinfahrzeugen erschwert. Das Land führt strengere Fahrzeugemissionsnormen ein und setzt die Automobilhersteller unter Druck, ihre Produktpalette umzustellen und den Bestand an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu bereinigen. Mitsubishi hat hier also ganz eindeutig den Zug verpasst. Sie können nicht mehr genug Fahrzeuge in China absetzen, dass sich das noch lohnen würde. Und deshalb ziehen sie sich komplett aus diesem extrem wichtigen Markt zurück. Wenn das nicht ein deutliches Indiz dafür ist, in welche Richtung es geht, dann weiß ich auch nicht mehr. The Community Corner. Die erste Mail der heutigen Community Corner kommt vom Kevin, der schreibt, sehr geehrter Anchorman, der einzig wirklich seriösen Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube, Bezwinger aller Schwarzkittel und Verirrter im Land der Ponys und Biber, richtige Anrede, nach einer Wartezeit von nur
646 Tagen oder 21 Monaten, also fast 2 Jahren, konnte ich am 18.03.2023 mein neues E-Auto in Empfang nehmen. Obwohl sonst ja nur der Enyaq mit ähnlichen Lieferzeiten punkten kann, betraf es bei mir eine eigentlich für seine schnelle Verfügbarkeit bekannte Marke. Nachdem ich mir diese lange Wartezeit mit einem Model Y zunächst aus China und dann aus Grünheide vertrieben habe, bin ich anfänglich nicht wirklich warm mit meinem neuen geworden, da die Bedienung schon eine ziemliche Umstellung war und es auch einige der üblichen Mängel gab. Worum handelt es sich denn da? Nach nunmehr fast 12.000 Kilometer und einigen Dosen Bauschaum bzw. Service Center Besuchen freue ich mich aber mittlerweile auf jede Fahrt mit dem Purman's Plate. Es handelt sich also um ein Model S Long Range. Tesla, Tesla, Tesla schreibt er noch. Auch wenn es sicherlich einige Schwächen gibt, über die man in dieser Fahrzeugklasse berechtigt meckern muss, wir reden hier von einer Luxuslimousine für einen Preis sicherlich im 6-stelligen Bereich, Leistung, Effizienz und Langstreckentauglichkeit sowie Infotainment begeistern mich immer wieder. Anbei ein paar Fotos, gerade von hinten finde ich ihn wegen seiner Breite immer wieder beeindruckend schön und das freundliche Grau steht dem Fahrzeug auch ganz hervorragend. Grau ist ja die einzig richtige Farbe für ein Auto. Viele Grüße und mach weiter so, Kevin. Und jetzt schauen wir uns sein Schätzchen mal an. Hier haben wir das Auto von der Seite und wie gesagt, Grau ist natürlich unschlagbar. Dazu noch schwarze, sind das? Das müssten Alufelgen sein, ja, mit entsprechenden Radkappen drauf, damit es ein bisschen aerodynamischer ist. Dann haben wir das Auto nochmal von hinten. Diese Ansicht findet der Kevin besonders beeindruckend. Mit diesen schwarzen Rückleuchten und dem schwarz glänzenden Diffusor finde ich das Auto durchaus auch ansprechend. Das sind also leichte optische Retuschen. Und hier haben wir ihn dann auch nochmal von vorne eindeutig als Tesla Model S zu erkennen. Richtig tolles Auto. Ich kann dich dazu auch nur ganz herzlich beglückwünschen, lieber Kevin. Und wünsche dir mit deinem Model S allzeit knitterfreie Fahrt. Ja, und welches Auto ist noch deutlich begehrenswerter als ein Tesla Model S? Ganz klar ein BMW i4. Und der Christoph ist jetzt glücklicher Eigentümer eines solchen, der schreibt: Hallo lieber Michael, erhabener und emsiger Förderer der E-Mobilität, richtige Anrede. Gestern gab es Biber-Nachwuchs. Wegen der langen Lieferzeit des BMW i4 i340 wurde es ein i335. Die Bestelländerung erfolgte am 27.04.23. Den i40 hatte ich im August 2022 bestellt und da war nicht klar, ob es 2023 noch was wird. Der 35er ist wohl tatsächlich deutlich besser verfügbar als der 40er. Ob das an der Akkugröße liegt, ich bin mir da nicht sicher. Auch die Nachlässe sind da übrigens ganz okay. Also das solltet ihr, wenn ihr Interesse an so einem Auto habt, auf jeden Fall beim BMW-Händler mal vorstellig werden. Sieht zumindest genauso gut aus. Meiner hat sogar statt einer Grundierung eine Farbe bekommen. Was dann solche Seitenhiebe sollen, ich weiß es nicht. Die erste Ausfahrt heute, 300 Kilometer, war Freude am Fahren. Viele Grüße, Christoph. Und dann schauen wir uns seinen Nager mal an. Hier haben wir ihn einmal von hinten und es ist offensichtlich schwarz-metallic, also ich hoffe, ich habe das hier richtig. Und er hat auf das M-Paket verzichtet und hat hier wirklich ein sehr effizientes Auto, weil meiner schluckt ja doch ein bisschen mehr wegen den vielen Extras und den großen Felgen und dem M-Paket. Hier dann auch mal von der Seite und ihr seht auch die Felgen, die dürften auch für einen besseren Verbrauch sorgen als bei meinem Biber. Und hier haben wir auch nochmal von vorne, hier sehen wir auch die charakteristischen Biber-Zähnchen, die das Auto natürlich ganz einzigartig und besonders schön machen. Deshalb, lieber Christoph, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Nager und ich wünsche dir natürlich auch allzeit knitterfreie Fahrt. Ja, und die letzte Mail, die kommt vom Tobias. Der hat seinen roten Kia EV6, den er angeblich so geliebt hat, in die Wüste geschickt und sich was Neues gekauft. Und zwar schreibt der Tobias: Hallo Erhabener, ach, ich sag einfach Hallo Michi. Was ist das für eine Anrede? Und er schreibt es hinten auch noch: Lange 7 Wochen hat es gedauert, aber nun hat mein Model Y eine neue Heimat bei mir gefunden. Leider ein Weiser, da Tesla Ende diesen Quartals nicht wirklich Angebote hatte. Wobei, die Weisen sind ja wirklich wunderschön. Und wann sieht man schon mal ein weißes Tesla Model Y? Ja, den einen Tag mit 6% Rabatt habe ich verpasst. Die Leute im Service Center Hannover waren super nett, aber bei Tesla ist das Übernahmeprozedere definitiv anders als bei anderen Herstellern. Das kann ich bestätigen. Ich erinnere mich an den Kauf vom Model 3 vom Timo. Der hat den Kaufvertrag auf dem Dach seines Model 3s unterschrieben. Also es war echt witzig. Nun ist es ein Weißer wie bei so vielen, aber je öfter ich ihn sehe, desto mehr gefällt mir das Weiß. Das ist auch wirklich eine tolle Farbe. Die ist ja metallic, also mir gefällt das. Mängel bei der Übernahme, 2 habe ich gehabt, das sehen wir gleich auf den Bildern. Der Fehler mit dem Wasserauffüllstutzen wurde in 5 Minuten noch am Abholtag erledigt. Der andere Mangel wird am kommenden Dienstag behoben, müsste mittlerweile behoben sein. Ansonsten war das Auto im 1A-Zustand. Wie ich schon im Stream erzählte, hat mich die Ladeleistung des Akkus umgehauen. Mit 19% angekommen, nach 14 Minuten war er bei 79% und nach 31 Minuten knacke voll bei 100%. Peakleistung 182 kW, also er ist wirklich zufrieden. Anbei noch Bilder, beste Grüße Tobias aka Dr. Schepper. PS, er trägt den Namen White Walker.
Eine kleine Game of Thrones-Anspielung. Das ist, glaube ich, irgendeine TV-Serie, die ich nicht gesehen habe. Asche über mein Haupt. Und jetzt schauen wir uns noch die Bilder an. Hier haben wir einmal die Peak-Leistung von unserem bescheidenen Tobias, ne? Übrigens, mein Biber macht über 200 kW. Das nur am Rande. Kostet dafür aber auch deutlich mehr. Das wurde mittlerweile behoben, offensichtlich. Dann haben wir hier, ja, das Spaltmaß. Kommt halt mal vor, aber es wird von Jahr zu Jahr besser bei Tesla. Hier haben wir ihn dann einmal von vorne. Es ist also ein weißes Model Y, wie man es ganz, 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 ganz selten mal an einer Ladesäule antrifft. Und nochmal von der Seite, also ein Fotograf wird der Tobias sicherlich nicht mehr in diesem Leben. Das soll aber der letzte Seitenhieb gewesen sein. Lieber Tobias, ich beglückwünsche dich natürlich zu diesem tollen Model Y und wünsche dir mit dem weißen E-Flitzer allzeit knitterfreie Fahrt. Ihr seht mich jetzt nicht arbeiten, aber ich arbeite. Der heutige Schnitzer der Woche, der ist ein bisschen ungewöhnlich, denn es ist eher ein Schnitzer des Jahrzehnts, was die Automobilbranche angeht. Denn wir alle erinnern uns, es gab Schlagzeilen letzte Woche, dass bei Volkswagen die Hütte brennt. Und ich habe darüber auch in der Ben-Ausgabe berichtet. Und in diesem Kontext erscheint mir eine Aussage eines ehemaligen VW-Vorstandes, nämlich vom Herrn Müller, noch deutlich peinlicher, als sie es zum damaligen Zeitpunkt aus meiner Sicht und auch aus eurer Sicht sicherlich schon war. Und wir schauen uns mal an, was der Herr Müller vor 5, 6 Jahren für einen Unsinn in meinen Augen erzählt hat. Jetzt muss ich dann doch mal einen Satz zu Tesla sagen. Bei allem Respekt, ja, bei allem Respekt, ja, es gibt auf dieser Welt Ankündigungsweltmeister, ich nenne keine Namen, ja, es gibt Unternehmen, die verkaufen mit Mühe 80.000 Autos pro Jahr, Volkswagen 11 Millionen in dem Jahr. Dann gibt es Unternehmen wie Volkswagen, die erwirtschaften pro Jahr einen Gewinn von 13, 14 Milliarden Euro. Und wenn ich richtig informiert bin, vernichtet Tesla pro Quartal einen dreistelligen Millionenbetrag. Also da bitte ich jetzt wirklich mal die Kirche im Dorf zu lassen und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ja, Baba. Die Kirche im Dorf lassen, das ist eine sehr schöne Formulierung. Das als kleine Mahnung an alle Vertreter der Automobilindustrie, der deutschen Automobilindustrie auch, dass man Mitbewerber niemals unterschätzen sollte, dass man niemals auf dem hohen Ross sitzen sollte, auch wenn man aktuell sehr erfolgreich ist. Das kann in 1, 2 Jahren schon ganz anders aussehen. Und deshalb auf den Hosenboden setzen, die Hausaufgaben machen und lieber mal nicht über andere Autohersteller lustig machen. Wir sehen am Beispiel des Herrn Müller, wie das Ganze dann altern kann, nämlich richtig schlecht. Und das ist auf jeden Fall für mich der Schnitzer der Woche. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei allen Zuschauern bedanken, die mir Nachrichten zu Elektroautos, Elektromobilität etc. haben zukommen lassen. Ohne euch wären die Breaking Elektro News nicht möglich, deshalb vielen herzlichen Dank dafür. Ansonsten war es das für die heutige Ben-Ausgabe. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer gern in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.